Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2 im Ringkrieg, in unserem Weihnachtsringkrieg, der, ich weiß nicht wie viele, das sind schon so einige gewesen. Ja. Momentan sieht es gut für mich aus und meinen Teammate, wobei der Teammate eher im Bedrängnis ist und du auch, also mein Teammate. Mal gucken, wie die ganze Kaka endet. Im Moment, wie gesagt, lässt sich es noch nicht sagen, das ist einfach noch zu früh. Allerdings, das ist korrekt. Ja, ne? Wir werden sehen. Genau. Lo. Okay, gut, alles klar. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall einmal automatisch berechnen bei dem einen. Das heißt, ja, da wird nicht viel passieren. Mal gucken, wobei wird knapp. Oh, wird sehr knapp. Wird sehr knapp. Bitte, 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 bitte. Mist. Das war sehr knapp. Aber das war das, was ich machen wollte. Das war wichtig, auf jeden Fall. Sehr schön. Na gut, dann ist das gut. Da freue ich mich ja, dass du auch ein paar Erfolge hast. Ja, korrekt. So, hier, das ist ja automatisch berechnen gegen eine automatische Garnisonsarmee. Müsste eigentlich funktionieren, oder? Auch das wird normalerweise knapp. Du immer mit deinem Knapp, mach's nicht so spannend. Ich sehe das nicht. Scheiße, also das hat nicht funktioniert. Schade. Das ist gut. Okay. Ich meine, das ist okay. Tut mir leid für dich. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Na gut, aber wahrscheinlich, weil der Held nicht gelevelt ist, sonst hätte das eigentlich ohne Probleme funktionieren müssen. Aha, gut, Held alleine gegen eine Garnison? Na, gegen eine Festung halt. Also nicht gegen eine richtige Festung, aber sondern gegen ein Gebiet mit einer Festung draufstehen, also gebaut von NPC. Das wird. Achso, so eine normale Festung. Ja, normale Festung. Ja, das wird trotzdem schon schwierig. Aber ja, gut, hast du ja gesehen. Aber bei einem gelevelten Helden sieht die Sache anders aus. Genau, bei einem gelevelten Helden würde die Sache wieder anders aussehen. Na, aber gut. Ist leider wie es ist, hat leider nicht funktioniert. Ne? Hat nicht sollen sein, genau. Hat nicht sollen gut sein, nein. Ja, in diesem Fall würde ich mal sagen, ziehen wir halt einfach weiter, denn sonst gab es ja keine Schlachten, zumindest nicht bei mir. Das kann sich aber noch ändern. Das leider nicht. So, dann gucken wir mal, ob wir das ändern können. Wer weiß das schon? Okay. Habe ich mich hier? Was mache ich hier so? Naja, das ist okay. Dann mache ich hier so. Auch okay. So, okay. Ich hoffe, das reicht. Oh! Den rekrutiere ich. Den rekrutierst du? Na gut. Ja, den rekrutiere ich. Den rekrutiere dann mal. Denn ich kann eigentlich nicht mehr verlieren. Ich habe jetzt Dylan auf meiner Seite. Ja, so. Okay. Ich habe eigentlich alles, ne? Den habe ich da hingezogen, dann das da, so das dort und das da. Ja, okay. Gut, dann. Gibt's nichts anderes zu sagen als das Pferd zieht einen Wagen? Ja, genau. Falls das Pferd zieht einen Wagen. So ist es nämlich. Phase beenden. Ach so, du hast schon, da hättest du mir ruhig was sagen können. Ich dachte, du bist noch, deswegen habe ich nicht gezogen. So, gut. Okay. War fast das, was ich erwartet habe? Ja, das war zu erwarten hier an der Stelle. Okay. Okay. Dann okay. Rein. Was willst du machen? Ganz eiskalt. Ganz eiskalt. Ach, ja, immer okay. Na gut, dann gehen wir da mal rein. Ja. Ja. Das gefällt. Lass das. Google ärgert mich gerade hier. Also auf meinem Stream Deck blendet immer Sachen ein. Das soll nicht so sein. Mhm. So, Armee von Fellbeste. Ich wollte es nochmal kurz auswerten. Also, du hat nur einen Elrond in Anführungsstrichen. Ich habe noch einen kleinen Bogenschützen mit dazu. Ansonsten. Und halt Helden. Natürlich die Fellbestie halt. Ne? Und die Fellbestie, die ja? Hoffentlich auch ein bisschen was reißen kann. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. So, ich werde mich direkt mal auf meinen Kanal verziehen, denn dann lässt sich zumindest, wenn man zu zweit ist, doch ein bisschen freier reden als so. Wenn mehrere Leute, dann kommen immer mal Gespräche in Gang, aber so bei zweien ist das wahrscheinlich doch die günstigere Variante. Deswegen machen wir das auch wieder so. Korrekt. Okay.
So, das heißt, wir starten auch direkt einmal. Ein vortrefflicher Bauplatz. Werkzeuge bereit. Bin schon unterwegs. Okay, ich habe natürlich mal wieder keine Fähigkeitspunkte. Das heißt, ich muss mich da mit ganz, ganz wenig auf jeden Fall zufrieden geben. Ich habe auf jeden Fall Führerschaft. Weitsicht. Heilen. Wichtig jetzt für dieses Gefecht ist, auf jeden Fall die Fähigkeitspunkte irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Das heißt, er kommt ja, wird ja auf jeden Fall gleich mit seiner Fellbestie dort ankommen. Wir müssen leider den Turmstart halt natürlich machen gegen die Fellbestien. Was anderes sehe ich da leider nicht unbedingt momentan eine Möglichkeit. Aber es sieht jetzt im ersten Step, sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Das bedeutet, wir haben jetzt erst einmal zwei Türme gebaut, also dass wir da auf jeden Fall erstmal ganz gut zurechtkommen. Das heißt, unser Elrond kann hier erstmal schön leveln, was auch erstmal wichtig ist. Verfluchte Bestien! Den brechen wir mal ab. Fangen wir an. Das Gebäude ist fertig. Baumaterial ist unterwegs. Unser Volk ist in Gefahr. Ich lockere nur meine Arme. Der Feind ist nicht an. Drei Türme sollten eigentlich ausreichend sein für die Verteidigung. Bin schon unterwegs. Ja. Und da zieht er auch schon wieder ab. Okay. Das heißt, das hat auf jeden Fall schon mal so funktioniert, wie ich mir das wollte, wie ich das wollte. Sehr schön. Besetzt dieses Gebiet. Okay, wir haben jetzt mit dem Elrond haben wir auf jeden Fall einen Wirbelwind am Start. Wir können hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend laufen mit dem Elrond. Die Kaserne ist das Baumaterial. Baut dieses Land auf. Unser Volk ist in Gefahr. Wir können hier einfach mal gucken, dass wir vielleicht einfach mal. Wir haben noch viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Bruchtal darf nicht fallen. Wir einfach mal so ein bisschen hier durch die Gegend laufen. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Hier haben wir hier nochmal eine Möglichkeit. Ja, dann können wir hier zum Beispiel hier direkt an den Malornbaum zum Beispiel noch was bauen. Sieht schon mal gut aus. Dann können wir einmal, würde ich sagen, zwei Mittelland-Hüter, zwei Bogenschützen. Unsere Stadt wird größer. Wir sehen nicht den Feind. Die Stadt wir müssen es erobern. Funktioniert der Wirbelwind? Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken. Na, ja, macht der Schaden, der Wirbelwind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Na, macht er viel Schaden bei mir? Oh ne, der macht ja gar keinen Schaden. Der macht gar keinen Schaden. Das ist ja gut. Umso besser, muss man sagen. Ich bringe das Baumaterial. Der Feind kommt näher. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Bruchtal darf nicht fallen. Der Feind hat hier sein Lager aufgeschlagen. So, das nehmen wir auf jeden Fall mal. Und dann gehen wir einfach mal direkt in die Offensive, ne? Das Auge ist auf Bruchtal gerichtet. Wir haben das Gebäude erobert, dieses Land zurück. Okay, dann gehen wir mal zurück einmal kurz. Das Gebäude ist fertig. Was macht eigentlich unsere zweite Einheitenwelle? Sieht erstmal gut aus. Was liegt an? Können wir hier oben mal bauen? Wir dürfen nicht. Okay. Okay, aber das bringt uns leider noch nichts, tatsächlich. Das heißt, den Elrond schicken wir einmal zurück. Aber wir haben alles, ist alles clear momentan noch, das ist gut. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir
Okay, das hat genau so funktioniert, wie ich das wollte. Okay, das heißt, wir können jetzt damit auf jeden Fall in die Offensive gehen. Okay. Sehr schön. So, das heißt, wir können hier erstmal auf jeden Fall einmal weiterbauen. Baumaterial ist unterwegs. Wir haben schon zu viele Baumaterial. Es gibt viel zu tun. Wir müssen handeln. Vorwärts. Okay, wir gehen jetzt in die Offensive. Vorwärts. Reicht alles ein. Ihre Anwesenheit beleidigt uns. Okay, mit Elrond sieht das Ganze schon auf jeden Fall anders aus. Unsere Stadt wird größer. Wir müssen ihnen standhalten. Werkzeuge bereit. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Baut dieses Land auf. Okay, das heißt, wir sind schon mal in der Offensive. Das sieht schon mal gut aus. Zieht eure Waffen, Elben. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? So, das heißt, wir können hier erstmal nochmal das bauen, das bauen. Unser Volk ist in Gefahr. Belagert sie. Wir müssen die Wälder schützen. Okay, hätten wir hier noch ein Gebäude, wir könnten hier noch Bauern. Machen wir einen Bauern. Machen wir mal so eine kleine Bauern. Okay, wir gehen einmal kurz raus. Wo sollen wir bauen? Jetzt gehört das Gebäude uns. Es gibt viel zu tun. Unsere Stadt wird größer. Wir haben noch viel zu tun. Bogenschützen Lorien. Bin schon unterwegs. Macht euch bereit. Lorien schickt seine Bögen. Sammelt euch, Elben. Okay, schade, das hat nicht funktioniert. Wir müssen handeln. Wir müssen vorsichtig sein. Macht euch bereit, bleibt wachsam. Wir sind ein starkes Volk. Okay, das heißt, den schicken wir einfach mal hier so lang. Dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Den lassen wir mal kurz aufheilen. In der Zwischenzeit. Haben wir denn nochmal irgendwie was, was wir erobern könnten? Wir könnten einmal uns Rohstoffe sammeln. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Hatten wir hier noch die Bauern? Hier hatten wir auch noch Bauern, ne? Leute. Kommt, Leute, wir gehen darüber. Wir müssen kämpfen. So, okay, hier sieht's gut aus. Wir sehen den Feind. Sie greifen schon wieder an. Ein vortrefflicher Bauplatz. Lass die Hoffnung nicht. Okay, das heißt, da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Okay. Wir müssen alle kämpfen. Wir werden gebraucht. Bleibt wachsam. Macht euch bereit, Elf. Kommt, wir dürfen nicht wanken. Wir müssen kämpfen. Ich hatte gerade nichts zu tun. Bauen wir hier oben mal noch ein Endting hin. Wir sind ein starkes Volk. Die Kaserne ist fertig. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Unser Volk ist in Gefahr. Bereit? Beeilt euch. Wo sollen wir bauen? Ein vortrefflicher Bauplatz. Okay, das heißt, wir können in der Zwischenzeit, können wir ihn hier unten mal nochmal unter Druck setzen. Okay, das heißt, wir gehen mal gucken. Wir gucken einmal, dass wir hier. Ist das schon wieder ready oder was? Mein Gott. So, Endting, holen wir uns einmal das. Und bauen einmal das. Bauen in der Zwischenzeit einmal das aus. Ne, das geht leider nicht. Okay. Okay, der hat natürlich mit seinen Fähigkeiten, hat er natürlich mehr als genug hier. Auf jeden Fall im Start. Wir kommen aus Bruchtal. Hier entlang, Lanzenträger. Komm schon, Lanzenträger. Scheiße, nein, der ist jetzt gefallen. Fuck my life. Wie geht das denn? Fuck. Das ist natürlich ganz schlecht. Wir haben noch viel zu tun. Der Boden hier ist ungeeignet. Sammelt euch, Lanzenträger. Wir müssen das Land verteidigen. Reitet! Rückt vor! Säubert das Land! Bringt sie aus dem Gleichgewicht! Ja! Kommt hierher! Unsere Feinde kommen über uns! Okay, wir gehen einmal hier unten runter. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben das Gebäude fertig. Bin schon unterwegs. Bogenschützen Lorien! Macht euch bereit! Wir müssen die Wälder schützen. Elben, hierher! Brennt sie nieder! Nieder mit ihnen! Kommt okay. Schon! Das heißt, ich habe auf jeden Fall ein großes Gebiet, das ist schon mal sehr gut. Baumaterial. Es gibt viel zu tun. Reiter, rottet alles Böse aus. Das Gebäude ist fertig.
Lorien schickt seine Bögen. Zieht eure Waffen, Elben. Feuer einstellen. Wartet. Ah, das ist natürlich ein Problem. Kommt hierher. Ich bringe das Baumaterial. Wir müssen ihn standhalten. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Okay, wir versuchen das mal so damit. Schützt dieses Land. Wachsam. Beeilt euch. Er hatte hier unten lang gebaut, okay. Hier unten hat er lang gebaut, scheinbar. So, mal zwei davon zu bauen. Baumaterial. Baut dieses Land auf. Wir müssen das Land verteidigen. Hierher eben. Reitet. Wir haben ein neues Gebäude. Der Feind rückt vor. Das sind ihre Gebäude. Okay, der Feind rückt vor, auf jeden Fall, okay. Reiter. Der Feind kommt über uns. Baumaterial. Das Gebäude ist fertig. Eindringlinge, warnt die anderen. Okay, das heißt, hier müssen wir uns auf jeden Fall zurückziehen. Wir haben unser Gebäude verloren. Ich bringe das Baumaterial. Sie greifen schon wieder an. Baumaterial ist unterwegs. Wir müssen das Land verteidigen. Ah, scheiße, ey. Wir kommen aus Portal. Sie greifen die Siedlungen an. Reiter. Okay, meine einzige Möglichkeit ist es. Sie greifen einen Malornbaum an. Reißt diesen Hort des Bösen nieder. Wäre bereit. Reiter. Sie greifen wieder an. Okay, er zieht sich auf jeden Fall hier erstmal zurück. Es sind so viele. Werkzeuge bereit. Baut dieses Land auf. Wir müssen das Land verteidigen. Ich bringe das Baumaterial. Es gibt viel zu tun. Sie attackieren unsere Rohstoffe. Okay, die Festung ist auf jeden Fall ready. Hier oben alles weggehauen, ne? Alter Vater, ey. Er hat hier oben alles weggehauen, was nur ging. Es ist scheiße, dass der Elrond, weil Elrond gestorben ist. Wir haben ein neues Gebäude. Ich hatte gerade nichts zu tun. Ein vortrefflicher Bauplatz. Sammelt euch, Sie greifen einen Malornbaum an. Kommt hierher. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Das Problem ist, weil Elrond gestorben ist, haben wir jetzt die Probleme halt natürlich in gewisser Art und Weise. Wir könnten natürlich eine Sache können wir natürlich noch probieren. Das ist das, was ich gerne noch machen wollen würde. Wir haben noch viel zu tun. Hier entlang. Bringt alles hierher. Wir haben ein neues Gebäude. Das ist das, was ich gerne machen würde. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Wir haben noch Zeug zu tun. Gefallen. Hier entlang. Fuck. Fuck, ein Baumeister ist gefallen. Okay. Wir brauchen Elrond zurück. Das definitiv. Das bedeutet, wir werden jetzt eine Festung bauen. Und werden versuchen, mit ganz, ganz wenig Einheiten, so viel es geht, halt irgendwie zu reisen. Ja. So, das bedeutet, wir werden hier hinten werden wir eine schöne Festung hinbauen. Nämlich exakt hier hin. Okay. Jetzt haben wir noch genügend Platz, um halt da auch nochmal dafür zu sorgen, dass wir. Jetzt kommt er natürlich mit seiner Armee halt, ne? Das ist aber erstmal auch okay. Weil wir natürlich jetzt dafür erstmal sorgen werden. Die Gebäude sind natürlich ultra nervig, muss man sagen. Er hatte auch einen echt niedrigen Cooldown drauf irgendwie, ne? Kommt da auch noch mit dazu. Lorien schickt seine Bögen. Sie greifen einen Malornbaum an. Haltet nach dem Feind Ausschau, Elben.
Sie werden uns nicht sehen. Wir sind die Schwerter Loriens. Wir müssen vorsichtig sein. Okay, da jetzt gehen wir in die Offensive. Silberdornpfeiler, glaube ich. Um auch effizient gegen den Wurm zu sein. Dann ist dieser Lindwurm noch da, Alter. Genau das ist nämlich das Problem halt, ne? Sie haben unser Gebäude eingenommen. Eindringlinge! Auch hier sehe ich halt wieder keine Möglichkeit, dass... Naja gut, wir haben dann natürlich mit Elrond haben wir natürlich eine Möglichkeit. Jetzt kommt natürlich noch der Kampftroll halt, ne? Also dagegen habe ich halt echt keine Möglichkeiten. Also ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Und ihr seht, Elrond wird nicht rechtzeitig fertig werden. Und damit ist die Sache leider durch. Och Mann! Schade. Na gut, dann müssen wir einmal aufgeben auf jeden Fall. Ja, schade. Schade. Sind doch noch zu viele Fähigkeiten. Okay, momentan muss man ja wirklich sagen, mit Pech siehst du gerade kein Land. Das liegt aber halt wirklich daran, ich hatte viele Vorteile und eine Motte oder sowas gerade hier im Zimmer. So, okay. Ja, alles gut. Also ich habe gesagt, die Stadt. Ich muss mich natürlich auch erstmal noch ein bisschen einspielen oder mich drauf einlassen. Aber es sah tatsächlich phasenweise gar nicht so schlecht aus, aber... Ja. Ich habe, muss ich dazu sagen, war auch mal teilweise mir geschuldet, weil ich einfach vergessen habe, als ich mit der Fellbürste durch die Gegend gezogen bin, überhaupt was zu bauen. Aber nichtsdestotrotz. Ja, aber das ist halt eben, genau das ist eben der Nachteil halt, dass du dann halt natürlich beides halt natürlich im Blick haben musst. Ne? Ja, genau. Und da fehlt mir da wirklich dann noch ein bisschen was. Aber eben, das gehört dazu. So. Okay, gut. Du musst jetzt, glaube ich, noch irgendwie was machen, glaube ich, irgendwie. Ja, ich muss tatsächlich hier noch eine automatisch berechnende Schlacht führen. Ne? Die könnte schon etwas schwerer enden. Gucken wir mal, was da rauskommt. Also bei deiner Fellbestie. Ich glaube, das könnte für dich schlecht aussehen, glaube ich. Ja, es sieht sehr schlecht aus für mich. Weil der hat nämlich zu viele Einheiten, glaube ich, da stehen. Und wir hatten gleich viele Einheiten. Das war nicht das Problem. Aber Zwerge sind halt da in der Hinsicht ein bisschen stärker. Also im automatisch berechnen, da liege ich eher hinten. Nun gut, dann ist es eben so. Na gut, aber ich habe auch noch mal was zum automatisch berechnen. Zwei von mir, zwei Armeen und zwei Armeen des Gelben. Mal schauen. Schlacht wird so automatisch berechnet. Aber 2 gegen 1, da sieht man deutlich, dass da keine Chance ist. Also das heißt, ja, es sah gar nicht so schlecht aus, war auf jeden Fall gut.
Sehr schön. Sehr schön. So, das eine Feld hatte ich von dem... Oh, wie war denn das da gewesen? Ich habe das eine, habe ich mir gegeben. Also ist jetzt der Grüne, glaube ich, dann wieder dran. Oder? Bin mir echt unsicher. Nee, das Grüne hatte, dem Grünen hatte ich was gegeben vorhin. Dann nehme ich das jetzt. Jetzt ist auch egal, dann ist der, kriegt der Grüne das nächste Mal etwas. Und dann sieht das, glaube ich, schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir einmal auf die Phase beenden. Dann werde ich wahrscheinlich gleich noch meinen Helden hin und her bewegen müssen einmal. Ah ne, der geht zurück, weil wir, stimmt, wir hatten ja das blaue Gebiet, haben wir ja gesichert, sozusagen. Korrekt. Ja, leider. Korrekt. Das tut mir jetzt leid für das blaue Gebiet, aber was willst du machen? Was willst du machen? Korrekt. So ist es. Naja, gut, ich denke, wir können weitermachen, weil das haben wir nichts zu lachen. Mhm. Und so andere Sachen. Tut ganz schön krachen. So, taktisch. Hat er wenigstens was verloren, der andere? Wer, der andere? Nö, der hat gar nichts verloren. Mhm. Nur dann. Der hat da gar nichts verloren. Der hat da nichts verloren! Der hat da nichts zu suchen! Oder meinst du, der hat da einfach nur nichts verloren? Nee, der hat, so. Der hat nichts verloren, hat er. Hat er was verloren? Nee, er hat nichts verloren. Achso, gerade so. Verloren hat er nichts, oder? Nee, er hat nichts verloren. Hm. Hat er was verloren? Ich glaube schon, aber ja. Ich weiß nicht, hat er was verloren? Nee, hat nichts verloren. Oh. Hat er was verloren bei dir? Ja. Nichts halt, ne? Nix, okay. Nix ist das kleine Gegenstück von gar nichts. Ja, na gut, ich bin erstmal. Glaube ich, voll bin angenickt. Mit meiner Wahl, glaube ich, ganz zufrieden, denke ich. Du versuchst da oben dem anderen zu helfen. Kann das sein? Ist das deine Wahl? Wie meinst du das? Was denn zu helfen? Na, dem Nixer. Dem Nixer mit der Festung oder was da? Oder ja. Was hier? Bruchtal? Ja, natürlich. Also da bleibt natürlich einfach eine Einheit stehen. Also zwei sogar. Aber also ist ja ganz da logisch. Kennst du nix. Da kenn ich alles nix. Klar. Nee. Na gut, dann ich beende mal die Phase. Das geht schnell wie nix. So, noch einmal dasselbe. Genau, wir haben da unten haben wir jetzt nochmal dasselbe. Ja, was haben wir hier? Oh, okay, da bist du einmal auf die. Der scheiß Zwerg versucht einen scheiß Angriff auf Scheiße. Das wird wahrscheinlich auch funktionieren, glaube ich. Also ich glaube, das sollte durchgehen. Und ansonsten, ja, okay, hier greifen wir weiter an. Das ist erstmal okay. Wird auf jeden Fall eng. Es wird auf jeden Fall knapp. Und ich würde sagen, wir beenden hier einmal die Folge und dann ja, sehen wir uns die in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.